So, eine der ersten Übungen, die wir machen, ist immer, dass wir wissen, mit wem haben wir es überhaupt zu tun. Das heißt, hier oben sieht ihr ein Bild von mir, oben rechts in der Ecke. Das bin also ich und mein Profil ist natürlich schon gepflegt. Das heißt, ihr pflegt erstmal euer Profil, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Dazu gehört ein anständiges Bild. Ja, und Beweggründe, warum ihr diesen Kurs hier besuchen wollt. Und hier gibt es auf der Startseite so einen Punkt, der heißt Mein Profil, aber das wird ja nur mein Profil angezeigt. Wichtig ist, dass wir unten dieses Profil erstmal bearbeiten und das dürfte bei euch am Anfang noch recht leer sein. So, so sieht das Ganze aus von Ralf Jauch hier. Das ist mein Anmeldename, R. Jauch, so habe ich mich angemeldet. Das dürfte bei euch ebenfalls so drin stehen. Ihr könnt das ja ändern noch, wenn ihr wollt. Kennwortmäßig ist klar, mein Kennwort ist natürlich hier nicht zu sehen. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, das ist die, wo ich zur Not immer noch erreichbar bin. Ja, den Rest kann man erstmal in Ruhe lassen. Alles da, wo ein Sternchen ist, natürlich sind Pflichtfelder, die füllt man aus. Und hier unten in der Beschreibung habe ich drin meinen Antrieb. Also für mich geht es wirklich darum, dass in diesem Kurs eine Einstimmung auf das Seminar stattfindet, dass wir mit allen Sinnen lernen wollen, dass wir das Ganze auch transferieren auf die Arbeitswelt, dass wir hier kein Pillepalle mit an, wie sagt man immer, Ringelpitz mit anfassen macht. Ja, wir wollen das behalten und zwar ein Leben lang, denn das ist unser Beruf. Wir müssen das behalten. Wir können da nicht einfach mal Dinge vergessen. So, und das wollen wir eigentlich machen in diesen Kursen hier. Hilfsmittel sind dazu natürlich zweitrangig, aber wichtig. Ja, hier unten ein Bild von mir. Ja, ich habe es damals mal genannt, Ralf am Grinsen, damit ich es auch wiederfinde. Solltet ihr ein neues machen, sieht man hier natürlich immer wieder, wo so ein Fragezeichen ist im Moodle. Könnt ihr so eine Hilfe anzeigen lassen, wie komme ich da rein? Aber das geht ganz einfach. Einfach eine Datei hinzufügen und dann fragt ihr euch, wo kommt das Bild her? Das könnt ihr mit dem Tablet selber machen, in eurer Galerie ablegen und dann entsprechend hier hochladen oder auch aktuell einfach jetzt spontan ein Bild machen. So, das Ganze wird nachher aktualisiert und schon sehen wir etwas ausführlicher hier. So sieht dann mein Profil aus.